Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Battlefield 1942 auf Mike's Hobbyzimmer. Diesmal der Bukage oder Bukage, wie das Ding heißt. Ach ja, ich erinnere mich. Die Map mit dem Sägewerk, wo die Deutschen damals durch unsere Hauptquartier gefahren sind, als wir die Amis waren. Na, mal gucken, vielleicht können wir diesmal bei den Amis durch die Gegend fahren. Also, Ziele. Wir müssen die Amerikaner weiter zurückdrängen. Wenn wir den Großteil der Außenposten halten können, sollten wir sie bis zum Meer treiben können. Na, dann treiben wir mal, wa? Maustreiber. Oder in dem Fall ein Ami-Treiber. Juhu! Auf die Plätze, fertig, Horst. So, mal gucken. So, natürlich ist wieder... Es ist meiner. Einer von den Tiger ist meiner. So, da steig ich jetzt ein. Ich fahre da jemand Spatz... Kann das sein, dass ich jemand gerade geschoben habe? Und ich bin in den Panzer eingestiegen. Geil. So, kommt. Jetzt verursacht hier keinen Stau. Aber in was ein Panzerleinchen bin ich eingestiegen? Das ist eine Frage, ne? Das ist eine good question. Es ist kein Tiger, es ist irgendwas anderes. Wollte auch sagen, der Tiger hat das lange Rohr da und nicht das Ding, was wir hier haben. Na dann, go, go, go! Go, go, Gadgetto Arme. Nehmen wir das Sägewerkchen ein, hör mal. Sind bestimmt schon die Amis da. Die Achsenmächte haben einen Kontrollpunkt eingenommen. Das waren wir. Wenn sich denn mal unser Jeep mal nicht... Jawohl. Dann passen wir mal hier auf, dass die Amis nicht hier zuschlagen. Was war das für ein Geräusch? Dieses Düdüdüdüd. Hä? Oder macht er schon wieder mein Ding hier, Spirenzchen? Da hat sich wieder einer durchgemogelt. Ja, und dann kriegen die jetzt einen Satz heiße Ohren da hinten immer. Wo hat der sich denn durchgebeamt? Wir müssen darum. Lassen wir sie fliegen, ne? Was gerade? Ist da einer hinter uns? Nee, ne?
Da läuft doch ein Ami. Leg den um. Fallschirm gezogen, auch nicht schlecht. Also, wie ist die KI ja nicht? Der schießt auf mich mit der Flakhammer. Hui! Auch nicht schlecht, hör mal. So. Und weiter geht's. Habt ihr gesagt, jetzt fahren wir mal durch den durch die Basis. Aber wir halten nicht viel aus. Hallo, hier bin ich. Boing. Musste auch mal sein. So, Panzerabwehrunterstützung nehmen wir jetzt mal. Oh, er qualmt ja schon. Das war das Ziel des Spiels. Also wenn ich schon an der Stier hochgehe, dann wollte jemand mitnehmen. Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch, geht doch, geht doch. Aber haben wir jetzt im Moment irgendwie eine Karte verloren? Auf Seiten der Achsenmächten? Hey, hey, da fährt einer durch. Haltet den Jeep. Haltet den Jeep. Der Ami. Hey, mal, hier ist ein Ami. Leute. Okay. Entschuldigung. Da ist der einfach durchgefahren, der Amerikaner. Auch nicht schlecht. Ja, Sieg auf ganzer Linie. Die Kampferfahrung der 2. Panzerdivision war heute unbezahlbar. Es ist offensichtlich, dass die Alliierten in Gefecht bei Carentan nicht die geringste Chance auf Erfolg hatten. Die Soldaten, die nicht gefallen sind, befinden sich mit Sicherheit auf der Flucht zu den Stränden. Wieder einmal haben Deutschlands Panzerkräfte den Sieg errungen. Ja. Damit sage ich danke fürs Zugucken und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss.